Und du wirst, was? Vielleicht kann ich schnell noch einen Kollegen hier von der. Jawoll, aus dem Lager. Na komm. So, das funktioniert. Hoffentlich nimmt er gleich den Platz da oben ein. Das fände ich nämlich herzallerliebst. Wenn er da Bock drauf hätte, irgendwann. Kein Bock, oder? Sehr gemächlich. Wieso will der da nicht hoch? Warum? Muss ich es verstehen? Ich sollte es verstehen, aber. Nee, die lassen wir mal schön nach Hause laufen. Und morgen machen wir das. Zum Frühstück. Dann können sie da nämlich ein bisschen schneller arbeiten. Ja. Was aber brauche ich? Ich brauche Bogenschützen. Aber auch Bauarbeiterchen, die so ein bisschen reparieren. Das Geld reicht auf jeden Fall, um hier nach dem Angriff heute Nacht das hier hochzuziehen. 8 Stück. Das Geld haben wir. Ah, ich glaube, das wird hier gar kein Thema sein, oder? Und da ist der Feind. Und da ist ein weiteres Männchen. So, jetzt aber mal bitte zeigen, was ihr drauf habt. Zack, ins Gesicht. So ist hübsch. Ja, ein bisschen die hintere Reihe ausdünnen. Ist auch okay. Sehr schön. Das, muss ich sagen, gefällt mir schon wesentlich besser. Das war auch erschreckend wenig, was hier los ist, oder? Naja. Sei es drum, das hier wird aufgebaut. Dann müssen sie nicht mehr nach Hause latschen, den ewig langen Weg. So, hier sind Bauarbeiterchen. Was soll der werden? Der, den ich gerade rekrutiert habe. Ich glaube, Bogenschütze ist am besten, oder? Oder Bauarbeiter, weil die scheinen irgendwie immer, ja, ihre Stellung zu verlassen, um irgendwo anders was zu machen. Und gleich noch einen am besten. Bogenschützen haben wir einige, aber. So, das Ding steht, okay. Eigentlich müsste ich jetzt mich wieder nach Osten ein bisschen vorwagen, oder? Um irgendwo einen Bauauftrag mal in die Wege zu leiten. Ja, das Risiko müssen wir jetzt einfach mal eingehen. Ah, und jetzt bin ich wieder zu langsam. Oh, es ist ein Graus, echt. So, wenn wir normal weitergehen, haben wir gelernt, reicht, ne? So, nicht übertreiben. Ja, dann will er nicht. So. Es wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen dauern, bis die Kollegen hier antanzen. Wenn ich das Lager ganz im Osten nutzen wollen würde, dann müsste ich halt hier wieder was aufbauen. Im Sinne von, ja, so ein Bollwerk halt. Aber hier ist eine einzelne Mauer, die ist nicht so schick. Und hier haben wir jede Menge Grünzeug. Ja, da würden sie wenigstens ein bisschen jagen, wenn ich dann viele, ja, Bogenschützen habe. B. Und hier ist dann der Eremit wahrscheinlich, ist das, ne? So ein Einsiedler. Was der gemacht hat, keine Ahnung. Der steht halt da rum und macht nicht viel mehr. Doch, mitgeritten ist er für eine Münze. Und ich habe ihn geholt für 4 Münzen. Ah, ja. Der lässt einfach alles stehen und liegen. Und das kann man auch mal machen. Ich glaube, das reicht nicht mehr, ne? Ja, komm. Wieso steht der jetzt eigentlich hier rum? Im Wald. Er hat keinen Auftrag, also soll er doch bitte die Heimreise antreten. Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Ich begreife das nicht. Also ich begreife das schon, aber naja. Das hier auf keinen Fall wegmachen, weil sonst ist Feierabend. Dem Feind entgegenreiten ist auch mal eine ganz dumme Idee. Also aus dem Spiel werde ich nicht so hundertprozentig schlau, muss ich zugeben. Weil wenn ich jetzt hier einen Wall aufbauen würde, wird nichts bringen, ne? Weil jetzt stehen sie schon genau hier davor. Das ist natürlich.
Wieso sind nur drei Mann hier? Oder kann ich nicht zählen? Eins, zwei, drei. Wo ist der vierte im Bunde? Oder ist er spazieren gegangen und ihn hat es vorne verrissen? Oder was ist jetzt los? Oder macht ihr hier Pause? Ich sehe es nicht. Wie viel seid ihr denn? Zeig mal eure Sensen. Das sind fünf Mann. Wieso ist er denn hier jetzt am Start? Ach so, weil da... Ah, es sind ja Hütten. Jetzt können sie woanders arbeiten. Oh, Mann, 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 Mann. Oh, gut, dann... Schnapp dir mal die Sense. Am besten noch eine. Okay, der hat es nicht ganz geschafft. Der auch nicht. Nacht ist aber rum, ne? Dann schnell da nach Osten reiten und das Bauen fortsetzen. Nämlich hier. So, in aller Herrgottsfrühe bitte mal antanzen. Also im Grunde genommen kämpfe ich gegen die A Zeit und B Tore und den Gegenangriff. Was alles ein bisschen sehr, sehr, sehr ungünstig erscheint. Weitere Tore vorne vielleicht aufbauen, das wäre auch nicht schlecht, oder? Tore? Ne, Türme. Oder wie das Wort heißt. Sehr schön, der Kollege ist da. Hoffentlich macht er zuerst das hier weg und dann erst geht er ins Bauen. Ah, es sind ja zwei, sehr schön. Dann wird es tatsächlich mal fertig hier. Aber darf ich auch hier wieder nur langsam und gemächlich... Warum nicht den noch wegmachen, dass sich das dann ausbreitet? Warum rennen sie jetzt weiter? Ich verstehe das nicht. Warum ist die KI so dumm wie Brot? Hier vorne jetzt eine großartige Wand hochzuziehen, ist auch Schwachsinn. Ist viel zu spät. Ja, da wird sich ein Bogenschütze mal hinsetzen können. Okay. Oder soll ich gleich zu einem dickeren Turm ausbauen? Der ist ein bisschen höher sitzt. Den hier, den könnte ich auch noch ein bisschen anknuspern. Aha, der ist schon auf dem Weg, okay. Bleib doch mal ganz kurz da, du kannst hier weitermachen. Ja. Also wenn es Tag ist, rennen sie gleich wieder davon. Und wenn es dämmert, ja, dann... Oh, jetzt haben wir aber... Jetzt haben wir noch Zeit. Ja, dann kratzen wir uns erst noch eine Runde am Arsch, bevor wir loslatschen. Und in die sicheren Gefilde zurück. So, jetzt. Ob du jetzt einen Löffel abgibst, ist mir so wurscht. Du baust das Ding auf. Und wenn das fertig ist, wird hier weiter gemacht. Dich opfer ich jetzt einfach mal. Na gut, wahrscheinlich soll ich so auch nicht denken, aber. Das schafft er doch eh nicht mehr. Das schafft er doch eh nicht mehr. Dich opfern wir einfach mal, ist mir ja so egal. Einfach nur, um dich wegen deiner Dummheit zu bestrafen. Und dann fühlst du wenigstens noch einen Zweck. Bevor du dir einen Löffel abgeben wirst, Dimensäer. Die nimmst du nicht mit ins Grab. Einen noch, komm. So. Kann sie hier schön alles ausbreiten, die Wiese wächst, das Grünzeug macht sie vom Acker. So, jetzt kann es laufen, genau. Obwohl, vielleicht. Na gut. Na, von mir aus. So, du kommst auch mit. Komm. Wie? Achso, hat sich die Münze geschnappt. So, bitte Kohle aus den Taschen in meine Tasche. So ist gut. Ah, du hast Jagen, das finde ich gut. Warum genau? Gut, aber die Männchen noch hier stehen. Katapult. Gut, die haben sich nicht zurückgezogen, nachdem sie geschlagen wurden. Oh oh. Hoffentlich hat es noch Platz. Eine Münze ist weg. Nicht gut. Die Nacht ist vorbei, oder? Sollen wir einen Angriff starten?
Sieht dann noch ganz gut aus. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, aber naja. Ich kann die Wand mal ein bisschen dicker machen als sonst. Denn wenn sie kommen, sollen sie da mal schön dran zerschellen. Sollte ich eigentlich auf beiden Seiten machen, aber naja. Ist das frisch abgeerntet? Jo. So. Habe ich die retten können, die Kollegen, oder noch nicht? Noch nicht, ne? Oh, hier ist wieder zu viel Geld. Bogenschützen brauchen wir noch mehr. Dann brauchen wir sogar noch ein paar mehr, weil ich die Türme gleich ausbessern werde. So, was baut der auf? Und fragt es sich auch wieder hier. Die sollte eigentlich richtig dick sein, die Wand. Denn falls sie Erfolg haben, falls die Erfolg haben sollten. Ja. Du bitte mal in die Heimat, in die neue, du auch. Hoffentlich machen sie zuerst die Mauer klar und laufen dann los. Sie lassen das allen Ernstes stehen. Also erst Auftrag Roden, dann Turm, dann Wand. Nee, dann Wand, dann Turm. Aber ist trotzdem nicht so hochintelligent, oder? Wenn die Mauer nicht fertig wird, ich reiß euch so den Hintern auf. Nee, das machen ja schon die Bösen. Jetzt brechen die allen Ernstes die dicke Mauer ab. Also die KI ist wirklich dumm wie Brot. Tolles Spiel, aber wer die KI entwickelt hat, der gehört ausgepeitscht. Okay, hier können wir eine weitere... Okay. Wäre eine Idee. Hier ein Türmchen. Oh, verdammt, sie haben es geschafft. Das ist jetzt eigentlich gut, andererseits nicht so richtig gut, ne? Du bist auf dem Turm, okay. Oh, oh. Jetzt haben wir ein Problemchen. Mach die Mauer fertig, so ist fein. Oh nö, jetzt geht's aufs Maul. Dicke Türme, Abwehr steht, da ist alles super. Wie sieht's da drüben aus? Zwei Bögen warten schon. Schnell noch das Geld abgrasen, bevor ihr alle sterben müsst. Ja, sehr motivierend. Kommt hier der Feind? Ja, das Ding ist weg. Greifen die von der anderen Seite an? Oder... Nein, da sind sie. Und das ist wahrscheinlich dann... Ist es der nächtliche Trupp oder ist es der... Der Gegenschlag-Trupp? Das weiß ich nicht. Aber die kommen ja eigentlich aus dem Portal raus, wenn diese... Geräusche kommen, ne? Das heißt, wenn jetzt gleich auf der anderen Seite ordentlich Leute fehlen, dann weiß ich, aha, ich muss mich auf den Westen konzentrieren. Wollte ich jetzt sowieso mal machen. Schön im Westen ein bisschen. So, die kriegt er noch weg, oder? Heute am besten. Super. Andererseits sind rechts die Farmen, ja, die aber hier auch. Okay, die reparieren so ein bisschen was. Ja, das ist schlecht. Das ist ziemlich schlecht. Im Osten geht es immer weiter mit dem Kämpfen. Das heißt, ich verliere meine ganzen Arbeiterchen. Ist das richtig? Oh, oh, das ist nicht so gut. Naja, zumindest im Westen habe ich noch, aber leider ist auch das Zentrum nicht wirklich ein Bollwerk, weil ich da so ein bisschen gespart habe an guten Türmen. Katapult steht noch. Noch. Ja, komm. Ist wieder so anstrengend, ne?
5 Meter laufen? Jetzt bist du aber für ein Pferdchen. Achso, die sind immer noch nicht. Aber zum Glück habe ich die dicke Mauer hochgezogen. Ich glaube, das hat mir wahrscheinlich den Hintern gerettet, oder? Jetzt kann es mal wieder Tag werden, wenn es recht ist. Immer noch nicht. Weil der Dicke kommt. Und lauter Einzelne. Okay. Okay, okay, okay. Männers, ihr packt das. So, schön treffen. Oh Mann. Musik gibt es auch keinen dazu. Das Ding reißt halt mal so richtig schön. Ja, schön aufs Hirn. Am besten den Dicken zuerst. Och nö. Ja. Ist er tot? Jawohl. Sammelt doch die Münze nicht ein, du Idiot. Und reparier mal die Mauer. Wie wird's jetzt Tag? Immer noch nicht. Warum? Weil sie auf der anderen Seite auch krass angreifen? Oder wie? Oder was? Oder wer? Aha. Da ist er. Also wenn sie überleben sollen bei den Dicken, dann müssen die... Ja, jetzt wird's Nacht. Jetzt kommt der reguläre Angriff, oder wie? Ja. Das ist nicht so gut. Ich habe einen Bauauftrag gegeben. Die Mauer wird nicht repariert, sondern das Gebäude wird gebaut. Ist das richtig? Das ist soweit... Hoffentlich ist nur einer ausgerückt. Okay, es ist schon gebaut. Das ist, na gut. Der geht hoffentlich zum Ersten. Geht zum Ersten, geht zum Ersten, geht zum Ersten, geht zum Ersten. Und hoch. So, ist fein. So, die Wand ist hoffentlich repariert, ja? Na, wo sind sie denn? Ja, wo laufen sie denn? Da hinten laufen sie. Nicht gut. Jetzt will ich sehen, ob der... Ja, aber ich es verabscheue. Repariert doch die Wand. Wieso repariert niemand die Wand? Zwei Bauarbeiter stehen einen Meter davor und machen nichts. Richtig gut. Hoffentlich mal ein richtig guter Treffer. Naja, zumindest die zweite Reihe ist weg. Oh, sauber. Oh nein, der Feind kommt angeflogen. Wird es jetzt mal wieder Tag oder wie oder was? Ja. Aber was haben wir jetzt? 37, 27. Ich glaube, das wird nichts, oder? Das wird wahrscheinlich nichts. Nein, dann, wir sind hier so viele vor allem, das wundert mich auch. Okay, 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 okay. Eigentlich hätte ich schon längst was einlagern müssen. Aber die Leute... Naja... Es mangelt an allem. Schwierigkeitsgrade kann man ja nicht einstellen. Das ist halt einfach, wie es ist. Und das ist ziemlich asozial. Danke für die eine Münze. So, jetzt haben wir zumindest ein paar Bauarbeiter. Was machen die? Nichts? Ja. Lass sie bitte mal besetzen. Und hier den Wald mal so ein bisschen stutzen. Ach, da ist direkt das nächste Tor. Machen sie das überhaupt? Ja, so mal sehen, wie weit sie gehen. Oder hier mal alles nach vorne verlagern. Ja, oder? So, macht ihr mal... Genau, ihr macht die beiden einfach mal fertig. Also, übernimmst du jetzt hier die Bauarbeiten? Oder gehst du den Wald roden? Bleib mal schön hier. Du machst zumindest mal so eine mittlere Wand. Das war eine Steinmauer. Wenn es recht ist. Halben Tag haben sie noch. Das müsste doch eigentlich ausreichen, oder? Oder?
Von wegen Hasenjahr kann man sich wahrscheinlich in die Haare schmieren. Naja, der Boden wächst. Lange haben wir nicht mehr, ne? Es wird bald. Es ist schon herbstlich, alles ist rot angehaucht. So, ich hatte ein paar Münzen liegen lassen. Selbstverständlich hat er das. Gut, und die, an die traut er sich nicht ran, oder? Wenn wir Pech haben, rennt er jetzt gleich wieder nach Westen. Weil er sich überlegt, eigentlich super, wenn das hier anders wäre, als es ist. So. Mauer bitte fertig machen. Okay, und dann hier weiter. Zack, zack. Der Bogenschützentrupp, beziehungsweise Angriffstrupp ist auch da. Ja. Durch einen Einsitzer, ne? Katapult lässt noch auf sich warten. Ah, ist doch da. Okay, okay, okay. Gut. Die Wand muss halt dicker werden. Ich muss bei Farmen mal Hallo sagen, um Geld abzugrasen. Na, wer hat das? Keiner. Schlecht. Kann ich mir sowieso bald in die Haare schmieren. Wenn der Winter kommt, ist hier Feierabend. Dann lungern sie alle rum. Da habe ich meine. Naja, 8 Mann. Völlig unnütz. Und ich habe das Geld nicht, um das Schiff hier aufzubauen. Links müssen wir noch durchboxen, aber wenn ich das mache, geht es halt richtig auf die Nuss. Und hier fehlt es an den Bogenschützen. Okay. Ja, dich machen wir gleich. Da kommt heute Nacht nichts. Alles klar. Dann darfst du mal mitmachen bei uns. Falls gleich noch einer spawnt. Nee, hier steht halt nicht mehr ganz so viel. Hier sind keine Leute mehr. Okay. Wenn ich das Schiffchen baue, fahren sie wahrscheinlich nach Westen. Das heißt, da muss ich mich im Westen durchknüppeln. Und ja, immer krasser werden die Viecher. Und wenn es wirklich ein Neverending Winter ist, dann freue ich mich auf Sonnenschein hoffen. Also jeder, der mir jetzt eine Münze zuwirft, ist mein Freund. Okay, wollen sie nicht sein. Bogen hier. Gut, einer von beiden hat zumindest jetzt mal was zu tun. Na? Niemand, ne? Ja, wie auch zu viel verlangt. Diesmal gibt es aber nicht irgendwo eine Münze, die ich mir schnappen kann. Und ohne Lebensenergie irgendwo hinzulaufen, durch das Tor zum Beispiel, ja, kann ich gleich vergessen, weil dann komme ich eventuell nicht mehr zurück. Dann ist der Rückweg abgeschnitten. Das finde ich halt wirklich erbärmlich schlecht. Ihr seid von Hasen umgeben. Warum knallt ihr die Scheißviecher nicht einfach ab? Ne? Wäre doch mal eine Maßnahme. Ihr steht daneben, schießt da einfach die scheiß Viecher ab. Ihr seid Bogenschützen, ihr habt einen Bogen in der Hand. Nur weil ihr jetzt eine lustige Uniform tragt. Ja. Das heißt, mein Rückgrat ist noch. Sind noch die Farben. Aber ich glaube. Da kommt nicht genug Kohle rum. Wahrscheinlich wird noch ein, zweimal abgeerntet. Und dann war es das mit der Kohle. Ja, da geht's los. Viel ist nicht mehr drin. Schön wäre es natürlich, wenn man sagt, man muss es dann nochmal ausbessern, dass man irgendwie das Wasser, dass es doch noch fließt, das Spice. Ja, okay. Ist hier jemand? Wenn ich Bogenschütze mache, gehen die nur nach vorne. Hoffentlich werden die da nicht umgeboxt da vorne. Das kann nämlich sehr gut sein. Und die sind auch nicht bemannt. Was tun? Was tun? Ich brauche auf jeden Fall viel mehr Leute, viel mehr Bogenschützen. Ah, sehr gut. Komm. Locken wir wieder an. Komm. Hier ist echt eine Münze. Haha, doch nicht. Oh, komm. Ist auch deine Münze. Sehr gut.
Ja, Bogenschützen. Ja, nein, vielleicht. Eigentlich ja. Das Einzige, was ich jetzt noch brauchen kann, weil das hier hat, glaube ich, zum letzten Mal was abgeworfen oder mit. Ich muss das dumme Schiff fertig kriegen. Ja, ich muss mich auch im Westen noch durchboxen und dann noch mit Kohle davonkommen. Doch nochmal ein Bogenschütz. Ja, aber jetzt. Naja, aber hier Nacht und Nebel vielleicht nicht unbedingt. So, da steht einer rum und macht nichts. Dann darf der mal sich hieran versuchen. Ein Abpraller wäre auch nicht schlecht, wenn sowas gäbe, ne? Tja, es wird jeden Tag kälter. Bald fängt der von die Flocken an zu fallen und dann. Ja, wird es leider kein. Hä? Dann wird es das hier nicht mehr geben. Das ist die Frage. Damit ich die Leute nicht sofort wieder verliere, müsste ich eigentlich vorne was aufbauen. Die Türme. Aber eine Mauer wird nicht halten. Na? Sehr gut. Der macht auch bei uns mit. Wenn die fliegenden Viecher kommen, dann schnappen sie sich die hier eh. Und die, wenn der Gegenangriff kommt. Eigentlich müsste man das gebündelt machen, ne? Man müsste im Westen. Ich schätze mal, dass es im Westen ist, wohin das Schiffchen fliegen wird. Schiffchen, ja. Fliegende Schiffe. Alles klar, Chef. So, auf Gedeih und Verderb jetzt mal auf die Ernte hoffen. Eingelagert habe ich nichts, obwohl ich teilweise 8, 9 Arbeiterchen hatte hier auf den Feldern. Bauern. Und der hilft jetzt fleißig mit. Wieso lauft ihr so fleißig davon? Soll ich den Ausfall einfach mal wagen? Ja, vielleicht, wenn das hier mal aufgebessert ist, weil das ist hier die Hauptkampflinie momentan. Und wenn hier nichts mehr steht, ist Feierabend. Aber ihr könnt den zweiten Turm. Ja, die stehen daneben, machen nichts. Ja, okay. Einen halben Tag habt ihr noch. Könnt ihr mal bitte was machen? Ah, man muss fleißig bitten. Hoffentlich wird das noch was. Turm ist ja eigentlich relativ wurscht. Oder sind jetzt alle in den Osten gelaufen, wo sie abgeknallt werden, beziehungsweise von den niedrigen Türmen gepflückt? Okay, wir haben die bauen. Mehr oder weniger fleißig. Ja, bitte nicht zu nah ran an den Feind. Der ist mich da vorne. Das wäre schlecht. So, das Ding steht. Das wird aufgebaut von zwei Mann. Ja. Okay. Einen Bogenschützen dafür haben wir hier. Was brauche ich? A, mehr Bogenschützen, bevor ich den Angriff wage. Ich schätze mal, die marschieren halt einfach durch. Da ist nicht viel, was sie entgegenzusetzen hätten. Bitte Geld? Nein, okay. Hier hat auch niemand, was er sammelt. Oh. Und da oben fehlt auch noch einer. Warum? Da war noch mal. Ach so, kam wieder was Fliegendes an. Ich verstehe. Wieso läuft er jetzt nach vorne? Wieso? Was soll der Schwachsinn? Aber sie haben ihn nicht angegriffen. Auch das wieder. Zum Glück ist die KI auf beiden Seiten dumm wie Brot. Oh, der hat
gesessen. Direkt ins Gesicht. Nein, so, zack. Wieso? Warum? Und weshalb? Die haben sie schon von den... Ja, selbstverständlich. Also das bringt gar nichts, die auf der Höhe zu lassen. Und der rennt zu seinem nächsten Bestimmungsort. Eine Münze bräuchte ich noch. Eine einzige, aber der schießt nichts ab, ne? Warum sollte er das auch tun? Vielleicht... Ja, aber da vorne, vielleicht wurde irgendwo... Ach, das bringt doch alles hier gar nichts mehr. Kann ich im Grunde genommen auch wieder knicken, das Ganze. Da vorne ist auch nichts mehr, nee. Ja, ich kann die stärker machen, die Leute. Ich kann die Mauern dicker machen. Ich kann einiges machen. Im Westen könnte ich zum Beispiel... Ja, hm. Also ich muss... Die müssen höher. Also wenn sie auf der Stufe sind, auf der Höhe, dann werden sie aber schon gepflückt. Das ist nicht richtig so. Ah, Moment. Fangen wir ganz vorne an? Ja, nein, vielleicht. Überlegen. Nein. Wir fangen ganz hier vorne an. So. Hoffentlich kommt auch jemand von der Ostflanke an. Du kannst da... Oder nicht? Nee, okay. Mit Geld. Hm. Ich brauche nur ein paar Münzen. So schwer kann das doch nicht sein. Ah, alles klar, Chef. Und du hast sicherlich auch gerade... Sehr gut.